TH. Fort. Ich bin die Alexa und gehe in die Kindervilla. Ich möchte gern mal Erzieherin werden. Und bei Fort möchte ich auch mal arbeiten. Ich war damals 14 und ich hatte einen Riesenstolz. Bei Freud hat man gelernt. Man war einfach jemand. Und man hatte gewusst, bei Freud, die Ausbildung, die ist einfach super. Ja, ist heute noch ähnlich. Also natürlich hat Freud den Vorteil, dass wir nur Ausbilder sind. Das heißt, wir können viel, viel besser auf die Azubis eingehen. Wir gehen mit unseren Azubis in den Unterrichtsraum. Wir machen Theorie, wir machen Nachhilfe, wir machen Prüfungsvorbereitung. Es ging nicht gleich los mit Feilen. Über 4-5 Wochen, sonst wir als Industriemechaniker durften zum Beispiel mal zu den technischen Zeichnern, zu den Konstruktionsmechanikern, zu den Zerspanern, selbst so BWL-Kurse hatten wir. Das heißt, wir waren mal in jedem Ausbildungsberuf, den Freud anbietet. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man die jungen Menschen heranführt an spätere Aufgaben. Und da ist es eben nicht die einzelne Aufgabe, die da drin besteht, drin der Getriebe, eine Turbine oder zusammenzubauen, sondern es geht darum, die Prinzipien zu vermitteln. Das Gefühl, was ist ein Hundertstel Millimeter, was ist Genauigkeit, was ist Präzision und was ist vor allem die korrekte Ausführung in einer effizienten Art und Weise. Die Rückflüsse für unsere Ausbildung hier in Heidenheim, für die Ausbildung am Standort, das wird professionell gemanagt über die Profis, über die Leute, die sich mit Ausbildung tagtäglich beschäftigen. Ich begleite meine Studierenden gemeinsam mit meinem Team auf ihrem Weg durch die Studiengänge zum Bachelor. Und dann baut sich da über 3 Jahre natürlich recht viel Verbindung auf. Das ist auch eine Herzensangelegenheit. Ein Highlight, nachdem die alle fragen, schon in der Rekrutierungsphase, ist die Internationalität. I think the international success of White cannot live without outstanding dual education. An outstanding dual education system helps White to set up the talent pool for future high qualified technicians. Heidenheim, das ist eine schöne Stadt und ich liebe die Stadt auch, aber irgendwann mal im Ausland arbeiten, das reizt doch jeden. Neue Leute kennenlernen. Mich persönlich reizt es sehr. Ich bin Heidenheimer seit Geburt an. Das ist meine Heimat hier. Und ja, man kann sagen, ich bin Fußballfan. Ich bin immer auf der Kurve, ich feuere mein Team an. Und das ist auch wieder so eine Stelle, wo man Voigt liest und Voigt hört. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Voigt, das passt doch perfekt. Warum bewirbst du dich nicht einfach mal? Und dass ich jetzt wirklich hier genommen bin, das hat mich einerseits überrascht und andererseits macht es mich aber auch stolz. Als losging, sind wir erstmal am zweiten Tag zu den Startup-Tagen nach Kempten losgefahren. Die Startup-Tage sind ganz, ganz wichtig und auch ganz klasse. Wir lernen unsere Auszubildenden in dieser Woche mehr kennen wie in einem Jahr im Betrieb. Und natürlich gleich mal eine Mordsmotivation für die Ausbildung. Für den Zusammenhalt stärkt das unheimlich. Haben dann einiges über Voigt gelernt, über die Voigt-Geschichte, über die Voigt-Grundsätze. Ich hätte mir es nicht vorstellen können, irgendwann mal da zu landen, wo ich heute bin, nämlich in dieser Verantwortung als Fertigungsleiter. Und angefangen hat es ja, mit den Grundprinzipien, die man lernt. Und das war die Ausbildung zum Industriemechaniker. Entwicklung geht voran und man darf nicht stehen bleiben. Fortschritt ohne Weiterbildung ist für mich eine Rechnung, die nicht aufgeht. Mitgenommen zu werden, an der Hand genommen zu werden, auch mal Fehler machen dürfen. Entscheidend ist, dass man eben seine eigene Erfahrung und die Erfahrung, die man gesammelt hat über die vielen Jahre, an die jungen Leute weitergibt. Und weil wir das so machen, werden wir und Voigt auch eine Zukunft haben. Dass ich noch Werksführer machen kann, dass ich noch jungen Leuten sagen kann, was ich so erlebt habe. Und können Sie mir auslachen, aber ich bin immer noch stolz auf diese Firma und dass ich so weit gebracht habe. Also wenn man hier reinkommt, also es ist ganz beeindruckend, es ist Zukunft. Fühlt sich an wie Zukunft, ja. We'll be right back.